Also 1949 bin ich geboren und in Berlin aufgewachsen, aber in Ostberlin. Sie wissen ja, dass Berlin geteilt war in 4 Besatzungszonen und ich bin in der sowjetischen Besatzungszone aufgewachsen. Und da ging es aber in Berlin noch hin und her. Meine Großmutter zum Beispiel, die wohnte in der englischen Besatzungszone. Also da konnte ich auch die Großmutter besuchen in den Ferien, ganz problemlos mit der S-Bahn rein, Oma besuchen. Oma hat mich eingehütet in den Ferien, wie das war. Mutti hat gearbeitet. Also eine ganz normale Familie, aber nur bis zum Tag des Mauerbaus 1961 am 13. August. Dann werden Sie wahrscheinlich gleich sagen, ja, warum sind Sie denn nicht gleich mit abgehauen vorher? Merkt man ja. Ja, natürlich merkt man es, vielleicht etwas, aber man hält es nicht für möglich, weil ja 4 Besatzungszonen sind und man sagt, es kann sich ja nicht jetzt ein kleines Teilchen rausnehmen, ich riegle meinen Teil ab. Das hielten wir alle damals für unmöglich. Und man darf auch nicht vergessen, 1945 war erst der Krieg beendet und die Eltern waren irgendwie noch satt, die wollten nur noch Frieden. Und wollten auch essen und wollten ein Dach über den Kopf und dann waren die schon zufrieden. Und das war es eigentlich, ich habe mir gesagt, nicht wieder alles verlieren, nicht wieder eine Wohnung verlieren, nicht wieder alles verlieren, Eltern verlieren, nur weil eben Krieg war, sondern wir wollen nur noch Frieden. Und wir haben das Gefühl, hier wo wir gerade zufällig wohnen, ist es ja ganz friedlich und satt sind wir auch. Mehr war bei meinen Eltern nicht. Und als dann am 13. August die Mauer errichtet wurde, wir waren gerade 3 Tage vorher auf dem Weg zur Ostsee. Wir haben es da erfahren, aber auf der Autobahn haben wir das schon gesehen, dass es so ist. Dass irgendwas passieren wird, weil Panzer gen Berlin fuhren. Und da meinte mein Vater, das ist wohl nichts Gutes. Aber meine Mutter jammerte und setzte sich auch durch. Wir fahren weiter. Meine Mutter sagt, das ist unser Ferienplatz, damals vom FDGB, nicht so heute buchen wie heute, Klick, Internet, schöne Reise. Das war alles in der DDR ein bisschen schwieriger. So will ich nur sagen zu dieser Situation 61. Wie war es aber vorher? Ich möchte die DDR noch mal kurz ein bisschen anzeichnen. Das als Land. Und dann ein ganz typisches Bild, das ist aus einem DDR-Atlas, einem Schulatlas, auffällig ist Ihnen sicherlich, hier ist nichts, ist nämlich ein weißer Fleck, hier ist nichts. Die befreundeten Länder sogar, denn die sozialistischen Staaten sind ja die befreundeten Länder, da ist auch nichts und in der Bundesrepublik ist erst recht nichts. Also Sie sehen, die Flüsse gehen mit Ach und Krach weiter, aber sonst Städte gibt es nicht, es leben da keine Menschen. Es hatte in der DDR das zu interessieren, was hier drin ist und wie sich das hier drin entwickelte, nämlich ein sozialistischer oder kommunistischer Staat mit eigenen Vorstellungen von Freiheit. Und Sie sehen auch, selbst hier ist Berlin. Und West-Berlin gab es gar nicht, war weiß. Und wenn man an die Grenze ging, da müsste ja da eigentlich kein Haus stehen. Es standen aber Häuser. Aber das hatte man nicht zu fragen in den Schulen. Die Situation. Die ganze Bewachung der Grenze, das muss ich euch auch noch sagen, denn es geht ja heute alles ums Geld. Das hat sich auch die DDR was kosten lassen. Die 1400 Kilometer Grenze haben 1 Milliarde Ostmark jährlich nur in der Unterhaltung gekostet. Und jetzt das Allerwichtigste. An dieser Grenze, ob jetzt hier außen oder auch hier in Berlin, die Grenze, die 155 Kilometer waren, da haben 1347 Menschen ihr Leben gelassen. Und das ist ein Punkt, den müsste ich eigentlich fast an erste Stelle stellen. Und zwar in der Zeit von 1961, da war es Peter Fechter, der als erstes sein Leben verlor. Ich bin, Sie sehen, ist immer noch gerührt. Weil das so Erlebnisse sind, die ich dann als Kind schon mitbekommen habe. Es war zwar kein Krieg, aber für mich war es Krieg, weil jemand erschossen wurde. Und wir haben nun halt in Ostberlin gelebt und 1347 Menschen
mussten das Leben lassen. Und dann fragt man sich ja, wofür? Die wollten eigentlich nur in die Freiheit, in ein anderes Land. Sie wollten eigentlich nur woanders leben und nicht gerade in der DDR. Darum habe ich dieses Bild mal aufgetan. Und wie weit war ich da? Hier sitze ich. Ich war Schülerin und in den jungen Pionieren. Wurde ganz normal mit dem 6. Lebensjahr eingeschult. Das heißt, ich war 5 und wurde dann 6. Und hier sitzen meine Eltern. Das ist eine betriebliche Weihnachtsfeier. Und hier sitzt sogar mein kleiner Bruder. Der war 10 Jahre jünger als ich. Sie sehen, man war also mit der Einschulung, also bei mir so etwa ab der 3. Klasse, waren wir alle organisiert und hatten immer an Feiertagen und Weihnachtsfeiern gehörten dazu. Die Weihnachtsfeier war vom Betrieb meines Vaters hier. Eine weiße Bluse mit einem blauen Halstuch und einem dunkelblauen Rock, das war die Pionierkleidung. Später nachher als FDJler, da war man so A14, so in eurem Alter, ihr müsstet hier alle jetzt einheitlich mit FDJ-Blusen sitzen, dunkelblau. Und die Damen bitte im Rock, im Faltenrock und die Herren in der Hose. War Vorschrift an jeder Schule. Will ich nur mal so nebenbei sagen. Und so sah die Grenze aus. Wir haben ja kaum Vorstellungen. Selbst ich habe keine Vorstellung, theoretisch, wenn man jetzt nach Berlin fährt, ist ja in der Bernauer Straße, das kann ich mal empfehlen für einen Schulausflug, die Mauer wieder aufgebaut worden, um zu zeigen, wie sah sie dann aus in der Stadt. Auf dem Land kann man sich es ja gut vorstellen, macht man Zaun und macht noch irgendwie noch einen Weg und da kann dann vielleicht die Polizei langfahren. So, also auf dem Land kriegt man das vielleicht hin. Aber die 155 Kilometer in der Stadt, also in Berlin, waren schon ein bisschen schwieriger. Und ich muss sagen, als ich dann eines Tages im freien Teil Berlin stand, nämlich an der Mauer nach der Flucht, da stand ich hier auf diesem Hochpodest und es kam mir das Grausen, als ich sah, wie die Mauer nun wirklich aussah. Das hielt ich gar nicht für möglich. Hier hinten die Wachtürme, denn die habe ich ja da hinten gar nicht gesehen. Ich kam gar nicht so dicht dran. Es waren zwar 180 Meter, die mich trennten, aber trotzdem war vor mir nur eine Wand. Und was dahinter war an Grenze, ich wusste nur, es wird geschossen und ich kam nicht dahinter. Und wie das hier wirklich aussah, das habe ich nicht gesehen. So sah es im Hinterland aus. Das ist jetzt nur mal so eine Skizze. Aber Sie sehen, es wurde immer mehr erweitert, die Grenze wurde breiter und breiter. Also im Hinterland waren es manchmal 3 Kilometer. Eine Vorgrenze und eine Zwischengrenze. Und dann hier waren Minenstreifen und Selbstschussanlagen. Und da werden Sie sich jetzt auch fragen, warum müssen die 17 Millionen Menschen, die ja dort wohnen, warum müssen die sich so einkasteln mit Selbstschussanlagen und Minenfeldern und hier sogar so Reiter und dann wurde hier das alles gehakt mit so einer speziellen Maschine, damit man von diesen Wachtürmen immer sehen konnte, sind denn hier irgendwelche Fußtritte, ist denn hier vielleicht nachts doch einer irgendwie lang marschiert. Natürlich sah man mehr so die Abdrücke nur von Rehen oder irgendwie so, denn die wussten nicht, was eine Grenze ist. Aber die blieben dann da auch hängen. Also Sie sehen, so sah es im Hinterland aus. Ja und nun wächst man auf als junger Mensch und nun werden Sie sagen, ja und, warum erzählen Sie uns das alles? Ja, also als ich in dem Alter war, so mit Pioniertuch und auch dann, konnte ich meine Oma nicht mehr besuchen. Ich war ja dann schon über 10 Jahre, die Mauer war gebaut und das hat mich zwar gestört, aber was interessiert eine Oma, sagen wir mal ganz ehrlich. Hauptsache, man hat seine Freundin und es geht alles so weiter in der Schule und eine Oma, naja, dann kommt sie eben nicht mehr. Reicht ja, wenn sie schreibt, Weihnachten. Und so war das bei uns genauso früher. Und dann aber, als man älter war, kam eine andere Situation. Meine Eltern, muss ich kurz erzählen, die hatten, also vor dem Krieg war ja Berlin eine Stadt. Und mein Vater machte Abitur auf einem Gymnasium und zufällig sein Vater machte auf dem gleichen Gymnasium Abitur.
Und da ist es wie heute. Sie werden sicherlich auch in 10 Jahren mal zusammenkommen und sagen, Mensch, wir machen mal ein Schülertreffen, Klassentreffen, komm mal zusammen, trinken ein, essen ein. Und so war das mit den Schülern genauso. Die von dem Gymnasium in Niederschönhausen trafen zusammen. Und bis zum 13. August 1961 ging das Schülertreffen in West-Berlin. Weil ja alle Westberliner konnten ja rüber. Aber die Lehranstalt, das Gymnasium, war damals in Ost-Berlin. Aber es gab ja damals kein Ost und West vor dem Krieg. Und nach dem Krieg, nach dem 13. August, ja, wo treffen wir uns denn nun? Wir wollen uns ja weiter treffen. Und dann sagte man sich, naja, wir Westler können ja rüber in den Osten und nur die Ostler können nicht mehr rüber. Also treffen wir uns im Osten. Dann aber, in der DDR ist ja das Versammlungsverbot. Man konnte nicht einfach mit 30, 40 Menschen in die Kneipe gehen und sagen, ich bestelle hier einen Tisch für 40 Personen und wir treffen uns. Das ging gar nicht. Und da kam mein Vater auf die Idee, weil er selbst Pastorensohn war, wir fragen mal den Pastor, der weiß den Weg. Und so trafen wir uns im Gemeindehaus, also die Eltern. Und nun war es aber die Kriegsgeneration. Viele hatten Verletzungen, viele sind gestorben. Also dieser ganze Kreis der ehemaligen Schüler, der schrumpfte. Und dann hieß es eines Tages in den 60ern, nun bringt doch mal alle eure Kinder mit, damit die sich mal kennenlernen. Wäre doch auch mal schön. Und so kam es, dass seine Eltern, beziehungsweise an dem Tag seine Mutter, meinen zukünftigen Mann mitbrachten. Und meine Eltern sagten, du musst mal heute mitkommen, wir wollen mal heute so ein bisschen auch die Jugend zusammenführen. Und ich hatte keinen Bock. Ich war 17 und sollte in diese Rentnerveranstaltung für mich, mein Vater war 45 oder 48, und hatte einen Stress mit meinen Eltern. Und dann hatte ich mich auch noch ordentlich anzuziehen. Dabei hatte ich mich schon längst mit meiner Freundin, es war Samstag, werde ich nicht vergessen, 17. Januar, verabredet. Wir wollten natürlich in die Disco, das gab es auch schon. Nur Disco war nicht von Platte, sondern es wurde richtig live gespielt. Und Beatles und Stones, und von denen habe ich geschwärmt, von oben bis unten. Danach getanzt, genauso wie ihr heute. Und dann sollte ich zu diesem Rentner treffen. Also das war für mich unmöglich. Und dann sagt mein Vater, na ja, du kannst ja nachher wieder gehen, nach dem Kaffee. Also es fängt schon mit dem Kaffee an. So was Altmodisches. Ja, und dann sollte ich da bleiben. Und dann zeigten die sich Bilder und erzählten von früher. Und das wollte ich ja alles überhaupt nicht hören. Und dann saß mir mein Mann gegenüber. Ach, dachte ich, na Mensch, der sieht ja genauso altmodisch aus wie dein Vater mit weißem Hemd und Schlips und so aufgebrezelt, so wie ein alter Mann. Und ich sage, ja, also ich war eben anders. Aber ich musste mein Konfirmationskostüm anziehen. Also meine Eltern sagen, so kannst du hier nicht loslaufen, so kannst du zu deinen Hottentotten Arms, so nannten sie das. Da war ich auch immer beleidigt und er sah so ganz ordentlich aus. Und naja, dann habe ich mich aber auch ordentlich gemacht. Also in Stress mit Eltern, das bringt nie was. Das hatte ich ja nun auch schon erfahren. Und dann, du gehst aber dann Punkt 17 Uhr nach dem Kaffee, machst du, dass du da wegkommst. Aber er war ein ganz interessanter Gesprächspartner, stellte ich dann fest. Der hatte sich so Dias mitgebracht. Mit so einem kleinen Cookie, das vergisst man einfach nicht. Es war ja noch gar keine Beziehung zwischen uns. Aber es war ein interessanter junger Mann. Und der hatte so kurze Haare, fast eine Glatze. Und da sah ich, wie sieht der bloß aus? Aber dann holte der seine Dias raus und er war nämlich in Amerika als Schüler. Und da denke ich, da kam von mir plötzlich so ein Stachel. Wie kommt der als Schüler ein Jahr nach Amerika? Und ich muss meine ganzen 12 Schuljahre hier absitzen und kann nicht mal nach Moskau fahren. Hätte mich auch mal interessiert. Ja, und dann zeigte der einen Dia nach dem anderen. Ja, was der alles schon gesehen hatte. Also mein Kopf, der drohte zu platzen. Und ich sah, das geht doch aber eigentlich gar nicht. Man kann doch nicht einfach nach Amerika fahren. Und da sagte er, naja, aber ich war doch da. Man sieht mich ja auf den Dias. Also das fand ich sehr interessant. Ja, und dann der nächste Schritt war ganz einfach, ich bin gegangen. Aber ich dachte, also der muss mir jetzt nicht mehr weiter erzählen von Amerika, da kann ich eh nicht hin. Und dann habe ich mich verabschiedet
Und ich hatte sogar noch eine Schleuse eingeschleust. Da habe ich meinen Onkel bestellt als Alibi. Ich sage, du holst mich mal Punkt 17 Uhr ab. Ich will nicht weiter in dem Rentnerverein sitzen. Und wenn du mich abholst, ich will nur zu meiner Freundin gefahren werden, damit wir das pünktlich zur Disco schaffen. Die fing nämlich schon um 7 an. Ja, das ging alles. Und um 10 musste ich zu Hause sein. Ich war noch nicht 18. Also darum, das war Stress angesagt und da stand wirklich mein Onkel in der Tür, weil der hatte ein Auto, nur darum hatte ich ihn bestellt. Ich sage, um 17 Uhr holst du mich ab aus diesem Rentnerverein, der hat noch schnell seine Tasse Kaffee getrunken und raus war ich. Ach, und er war da gar nicht so kompliziert, er hat sich an meinen Vater rangemacht und hat gesagt, ob er vielleicht mal wieder kommen dürfte und ihn besuchen und dann könnte er doch mal mit der Tochter, also mit mir, vielleicht mal einen Berlin-Bummel machen. Er kennt ja Ost-Berlin noch gar nicht und er studiert das vierte Semester dort Jura an der Freien Universität. Und mein Vater, offenes Türchen, er kannte Muttern, er kannte den Vater, also war alles gut. Und er sagte natürlich selbstverständlich, zu jeder Zeit kann er kommen. Und dann werden Sie schon merken, jetzt geht's los. Ich war ja 17, er war 6 Jahre älter. Fünfeinhalb. Ja, man passt sich nachher so an, das ist nachher wie gleichaltrig. Und jedenfalls, er kam, er stand in der Tür und wir trafen uns. Und wir siezten uns noch, das war damals so. Man sprach sich mit Sie, ich war Fräulein von Sien. Er war Herr Albrecht und irgendwann beim zweiten Treffen fanden wir das sehr albern und wir sagten, das lassen wir mal weg. Wir nennen uns beim Vornamen. Ja, aber seid nicht so richtig mit Duzen, wie ich das so bei den Erwachsenen sehe. Also den Kuss haben wir weggelassen. Man machte dann so mit dem Glas, stieß man an und ich heiße Regina und er Gling, ich heiße Eckart und dann kringelt man sich so um. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben und dann gibt man sich ein Küsschen auf die Wange oder was. Ja, das will ich alles nicht. Ja, und so nahm es seinen Lauf. Dann haben wir Theaterbesuche, dann haben wir sogar mal, irgendwann dann mal fingen wir an, wollen wir nicht mal zum Tanzen gehen. Also mich hatte das ja, also ich sah immer nur ins Theater und ins Kino ist ja schön, aber mal tanzen. Und da ging es los. Er tanzte zu gut und wie es beim Tanzen ist, kommt man sich da manchmal ein bisschen näher. Und da wurde die Sache ganz schwierig. Da möchte ich Ihnen jetzt einen kleinen Film zeigen. Denn zwischendurch schrieb man sich sogar Briefe. Also wir hatten zwar ein Telefon, aber meine Eltern telefonieren gibt es nicht. Nach West-Berlin, das ist so teuer. Also telefonieren war nicht. Also wir schrieben uns Briefe. Und ich kann Ihnen nur sagen, schreiben Sie sich mit Ihrer Freundin oder Freund Briefe. Die sind viel romantischer als irgendeine SMS, eine E-Mail oder sonst was. Also Briefe schreiben und seine Briefe. Er hat meine alle gesammelt, ich habe seine alle gesammelt, haben wir heute noch. Und es ist ganz stark, wenn man diese Briefe lesen kann. Jetzt kommen wir gleich zu dem etwas unangenehmen Teil. Wir schrieben uns Briefe und merkten es gar nicht, dass unsere Briefe schon längst geöffnet und kontrolliert wurden. Was ich vorhin mit Absicht nicht so gesagt habe, als ich dieses DDR-Bild zeigte, dass in der DDR dann ab 1960, 61, oder in den 60ern dann überhaupt, als die DDR geteilt war, wurde ein Staatssicherheitsdienstsystem eingerechnet, wo über 100.000 Mitarbeiter waren, hauptamtlich. Und diese Mitarbeiter, die hatten also nichts weiter zu tun, als richtig zu beschnüffeln und so auch zu beschnüffeln, leider, unsere Briefe. Also Sie sehen, unsere Briefe wurden kontrolliert. Die ganze Sache ist aufgeflogen und dann hat man ihnen verboten, sich weiter zu sehen. Sie durften nicht mehr ins sozialistische Ausland ausreisen, sie durften gar nicht erst rein. Und dann war erst mal Funkstille. 3 Jahre.
Und dann haben sie sich nach 3 Jahren wiedergesehen. Also wir reden um eine Zeit. Aber also das ist jetzt schon der Schluss. Blutjung. Und dann haben sie sich wiedergesehen und wieder ineinander verliebt? Oder wie war das? Ja, das war eigentlich, als wenn gar nichts so richtig dazwischen lag. Das war irgendwie ganz, ganz schön. Ja. Ja, das war ein Urlaub in Ungarn, echt. Mhm. Sie ist mit einer Jugendtouristengruppe dahin gereist und ich als Student von Göttingen. Ich habe dann in Göttingen weiter studiert. Mhm. Wir wollten eigentlich nicht telefonieren, das wurde abgehört. Es gab nicht wie heute nicht Internet, nicht. Es gab kein Handy, gar nichts. Wir mussten das ganz heimlich machen. Ist aber gut gegangen und auch teils mündlich dann durch meine Schwester, die auch in Berlin studiert. Über Dritte ging das. Es gab mehrere Fluchtversuche von der Regina und einen wollen wir uns mal anschauen, und zwar über Rumänien. Der war wirklich spektakulär, ist auch verfilmt worden. Es gibt auch ein Buch drüber und da schauen wir uns jetzt mal was an. Vor fast 40 Jahren stieg Regina Albrecht in den Kofferraum mit dem umgebauten Tank dieses Wagens, damals 1971, um die Freiheit zu finden. Die 22-jährige Studentin wollte zu ihrem Liebsten in den Westen. Eigentlich erschien in ihrer elterlichen Wohnung in Ost-Berlin der Westen zum Greifen nah, doch dazwischen lag mit der Mauer ein unüberwindliches Hindernis. Ihre kühne Flucht beginnt mit einer Jugendtouristreise ins damals sozialistische Rumänien. Es war nur eine Entfernung von 180 Metern, die zu überwinden war, und dies alles plus 3000 Kilometer. In der rumänischen Hauptstadt Bukarest trifft sie sich mit ihrem Fluchthelfer und erfährt im wahrsten Sinne des Wortes ihren Weg in die Freiheit. Ich durfte mich auch erst hier reinsetzen, das heißt erstmal durch die Stadt, dann habe ich mich hier hinten lang gelegt, damit ich erstmal so durch die Fenster nicht sichtbar bin, weil ich ja mit einer Reisegruppe eingereist war. Und dann, als wir die Stadt verlassen hatten und dann auf dem ganz normalen Weg waren, dann durfte ich mich hier vorne reinsetzen. Bis 50 Kilometer etwa vor der Grenze. Der perfekt umgebaute Tank des Fahrzeugs unter dem Kofferraum erscheint äußerlich unverändert. Wir standen einfach vor der Frage, wie wir auf unterschiedlichen Wegen Leute rausholen können. Denn immer, wenn man irgendetwas gemacht hatte, kam die Stasi ja früher oder später dahinter. Und Autos kann man neu kaufen, man kann neue Verstecke entwickeln, man kann sie umspritzen, neue Fahrer, neue Grenzen. Und deswegen war ein Auto an und für sich schon eine prädestinierte Geschichte. Der Ford Mustang erreicht am späten Abend des 13. Juli 1971 die rumänisch-jugoslawische Grenze. Bei der Kontrolle erscheint den Grenzorganen nichts Auffälliges. Routinemäßig werden auch Polster und Kofferraum in Augenschein genommen. Das Abtasten des Kofferraums hört ich ganz genau. Da ist alles so eingespannt. Ich war ja unter der Klappe, ne? Nach einer gefühlten Ewigkeit darf der Wagen weiterfahren. Doch noch ein zweites Mal, diesmal an der jugoslawisch-österreichischen Grenze, muss sich Regina Albrecht verstecken. Und hier war meine kleine Tasche. Ich hatte ja nur eine kleine Handtasche. Mit einem kleinen Fotoapparat. Das war ja mein ganzes Gepäck. In Österreich entsteht am nächsten Morgen ihr erstes Foto in der Freiheit. Das war also sehr nervenaufreibend für mich, sagen wir mal so. Und mir ist dann auch ein Stein vom Herzen gefallen, als dann der Anruf aus München kam. Das hat geklappt. Und aus Salzburg, schon. Nach der geglückten Flucht wird am 25. Februar 1972 geheiratet. Die Liebe hält bis heute an. Mit ihrem Fluchthelfer Hasso Herschel ist Familie Albrecht in Freundschaft bis heute eng verbunden. Der Ford Mustang wird als Zeitdokument der abenteuerlichen Flucht aus Liebe demnächst im Mauermuseum am Checkpoint Charlie in Berlin zu sehen sein. Eine Liebesgeschichte, die seit über 40 Jahren schon hält. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie... So, das denke ich, brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich möchte, hier haben wir ja, Sie sehen, wir waren beim Tanzen hängen geblieben und Sie sehen, es hat sich daraus eine Liebesgeschichte entwickelt, die von der Stasi dann entdeckt wurde. Und da möchte ich eigentlich jetzt nochmal Ihnen was erzählen. Ich hatte also meinen Schulabschluss und habe dann in Magdeburg studiert.
Und das war auch so eine Sache. Ich hatte meinen Schulabschluss und fragte dann auch meine Eltern, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß auch nicht, was ich jetzt mal werden möchte. Und dann hatte mein Vater schon das alles so ein bisschen kommen sehen, dass es so ein bisschen komplizierter wird mit uns oder vielleicht werden könnte. Und da meinte der, studier doch was mit Wasser. Das fließt in Ost und West. Und dem habe ich eigentlich zu verdanken, dass ich das Fach Wasserwirtschaft, hieß es damals in der DDR, ich habe also die Ingenieurschule für Wasserwirtschaft und Bauwesen mir ausgesucht in Magdeburg. Und natürlich schrieb mein Freund mir auch nach Magdeburg Briefe. Und die wurden geöffnet, gelesen, wieder verklebt, wie uns ja auffiel. Und die Post von Ost nach West oder nach Magdeburg, die ging 3 Wochen und länger. Und da sage ich, wie kann denn das sein, dass ein Brief also solche Dauer hat? Und dann merkten wir, also die ist hinten verklebt mit so einem braunen Klebeband, also mit so einem Paketkleber wieder zugeklebt. Und das hatte mein Freund damals dann untersuchen lassen. Und so wussten wir ja, wir sind im Visier, aber wir wussten nicht, was will man uns dann anhängen? Es liegt ja gar nichts an. Und darum habe ich auch hier in dem Buch, haben wir beschlossen, also 2 Liebesbriefe mal abzubilden, damit man nur mal sieht, wie harmlos die sind. Und überhaupt einige Stasi-Akten. Und ich habe da so ein paar Freiexemplare. Da können Sie sich mal eins mitnehmen. Das sind die, da wo BSTU da drauf steht. Ja, diese. Wer sich dafür interessiert, da können Sie mal drin schnüffeln. Dann sehen Sie auch mal, wie so ein Protokoll, wie das überhaupt mal funktioniert, was da interessant war für die Stasi. Es wäre jetzt genauso, wenn man bei Ihnen jetzt die Lampe reinhängt. Ja, was will man denn da schon groß sehen? Man ist ein junger Mensch und man hat die und die Ziele. Und also eigentlich möchte man doch nur leben und ein bisschen glücklich sein. Und über Freiheit habe ich erst in diesem Moment nachgedacht. In dem Moment, als ich verhaftet wurde, da frage ich, was macht ihr denn hier mit mir? Wie kommt ihr überhaupt darauf? Und als ich an dem Vernehmertisch saß, in dem Buch, nenne ich den Vernehmer Oberstleutnant Hecht. Darüber muss man nicht erschrecken. Alle haben bei mir Fischenamen bekommen und alle freiheitsliebenden Menschen Vogelnamen. Damit es für den Leser ein bisschen einfacher ist. Also jeder Vogel kann hin und her fliegen, wohin er möchte. Und die Fische bleiben aber auch im Netz hängen. Also darum habe ich mir das so ausgedacht. Und hier saß Hauptmann Hering. Und als der hier eine dicke Akte von mir hatte, nämlich mit mir, ich war 18 Jahre und von mir hatte man bereits schon 160 Seiten produziert. Also das Büro hatte was zu tun und darum habe ich so ein paar Exemplare mitgebracht, damit ihr seht, wie die DDR gearbeitet hat, wie produktiv. Also Sie hören schon meinen Zynismus. Und ich selber wusste erst, als ich hier wie so ein armes Würstchen saß und vernommen wurde, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war ja noch nie verhaftet, hatte noch nie mit irgendwelchen Behörden zu tun. Ich kam aus einem behüteten, liebevollen Elternhaus und hatte nur noch Angst, weil ich dachte, was machen die jetzt mit mir? Natürlich hatte ich Angst, verhaftet zu werden. Und als ich die Akte sah, die hier auf dem Tisch sah und der blätterte darin herum, erkannte ich meine Handschrift, also unsere Liebesbriefe, dann die Handschrift meines Freundes, Liebesbriefe, und ich erkannte sogar die Handschrift meiner Großmutter, denn die hat mir auch mal geschrieben. Das war auch fotokopiert und lag alles in der Akte. Und da habe ich gesagt, das kann alles nicht wahr sein, deine Liebesbriefe versteckst du vor deiner Mutter, damit die nicht schnüffelt und liest, was so alles gerade läuft oder auch gar nicht läuft. Und in dem Moment war ich also so etwas ein bisschen verwirrt und denke, was antworte ich denn nur? Und da fiel mir gar keine Antwort ein, denn ich habe gemerkt, ich darf jetzt überhaupt nichts mehr sagen, sonst droht nachher wirklich der Haftbefehl. Das war ja jetzt erstmal eine Befragung. Und die
Und du wanderst hier, man konnte nämlich da hinter die Steine schauen, also das war so ein vergittertes Fenster. Und dahinter sah man die Zellen der Untersuchungshaftanstalt. Und da habe ich gedacht, hier möchte ich ja wohl wirklich nicht landen. Aber nun ist ja, Oberstleutnant Hecht fragte mich nun, Sie lieben einen Menschen aus der Bundesrepublik, beziehungsweise aus West-Berlin, einen Studenten. Lieben Sie den? Ja, wenn ich sage, na klar, es schreit ja förmlich in mir, dann sagt er, na ja, da haben wir ja einen Grund, dann wollen Sie rüber, Sie werden verhaftet. Und das durfte ich genau nicht sagen. Also ich wusste nicht zugeben, gar nichts sagen, denn man hatte eine Vorakte für mich gefertigt und ich habe jetzt hier nur mal ein Blatt. Hinten im Buch habe ich etwas mehr und in diesen Anhängen dort. Ich kriege die später zu sehen, ich werde es klären. Ihr müsst jetzt nicht, ich zeige euch die später, ne? Ja, also das ist nur mal, wenn es interessant ist, wenn man sehen möchte, wie das so abgelaufen ist. Und von der einen Seite möchte ich nur mal kurz was vorlesen, wie die Stasi so vorging mit mir. Und der Punkt 11, das musste rauskommen von der ganzen Befragung, von den ganzen 15 Punkten. Durchführung der Befragung der Studentin V mit dem Ziel, also V ist mein Mädchenname von Sie und ich nenne mich aber Felten im Buch. Also wir haben beide andere Namen, aber weder Fisch noch Vogel, sondern wir haben beide mal ganz andere Namen. Das habe ich mir rausgenommen. Mit dem Ziel, dass sie am Ende der Befragung zugibt, dass sie die DDR verlassen will. Denn nur das war strafbar. Im Anklagepunkt hieß es, sie hat ein Liebesverhältnis zu einem Studenten in West-Berlin. Ein Liebesverhältnis zu haben, das war nicht strafbar. Also keine Begründung, um einen Menschen jetzt einzubuchten. 3 oder 5 Jahre war das meistens, wenn man aus der DDR raus wollte, illegal raus wollte. Und legal gab es zwar auch Wege, aber zu denen komme ich dann nachher. Also die ganze Befragung hatte das Ziel, dass ich am Ende zugebe, die DDR zu verlassen. Man hatte für mich eine Ausreisesperre veranschlagt. Das war das, was die Reporterin vorhin sagte. Ich durfte also nicht mehr die DDR verlassen, auch nicht nach Polen, nicht nach Rumänien, denn das waren alles sozialistische befreundete Länder. Auch nicht in die UdSSR, ich durfte nirgendwo hinreisen. Und mein Freund wurde als unerwünschte Person, das eine lassen wir jetzt mal weg, mein Freund wurde als unerwünschte Person gar nicht mehr in die Bundesrepublik reingelassen. Also in dem Moment, in die DDR. Mein Freund, also über Friedrichstraße damals, weil er noch in West-Berlin wohnte, wurde gar nicht durch die Grenze, durch den Grenzübergang gelassen, auf gar keinen Grenzübergang. Es gab ja mehrere in Berlin, aber weder Friedrichstraße noch Invalidenstraße noch Heinrich-Heine-Straße, das waren alles so Grenzübergänge in Berlin, wo Westdeutsche einreisen konnten und auch manche West-Berliner, die kriegten dann ein Visum. West-Berliner, für die gab es so ein Visum und die konnte man 6-mal im halben Jahr einreisen. Also Sie sehen auch, die konnten nicht reisen, wann sie wollten, sondern die mussten erst einen Antrag stellen und dann kriegten sie einen Stempel. Und wenn die 6-mal vorbei waren, dann mussten sie ein halbes Jahr abwarten, dann konnten sie wieder mal reisen. Also das war, wir wohnen im Grunde genommen jetzt so schön, also wir müssen das ganz doll festhalten, diese Freiheit, die wir gerade jetzt haben. Das kann ich immer nur wieder betonen. Ja, also Sie sehen, das hatte man an Bürokratie schon für mich ausgearbeitet. Und wie ging es weiter? Ich musste auch eine Erklärung unterschreiben, dass ich wirklich diesen Freund nicht mehr treffe. Dass ich sämtliche Verbindungen zu ihm abbreche. Ich war zwar ganz, ganz den Tränen nah, aber dachte ich, nein, hier nicht. Da kannst du nachher heulen, aber nicht vor diesen Staatssicherheitsorganen. Und in der Nacht wurde ich noch zu meinen Eltern gefahren, in dieser Wohnung in Berlin. Und auch meine Eltern mussten eine Erklärung unterschreiben. Die wollen dann noch was fragen. Ja. Ein paar Minuten. Ja. Und diese Erklärung haben meine Eltern auch unterschreiben. Also dieser Mensch durfte überhaupt nicht mehr einreisen, mich nicht mehr besuchen. Und da kam dann meine Großmutter ins Spiel. Meine Großmutter kam ja aus West-Berlin.
Und ach, das kann sonst liegen bleiben. Dankeschön. Meine Großmutter kam aus West-Berlin. Und diese Großmutter wedelte dann eines Tages, das waren so Luftpostbriefe, die waren besonders leicht. Und ich erkannte schon die Schrift von außen. Und da hatte mein Mann oder mein Freund einen netten Liebesbrief reingelegt. Und so hat meine Großmutter den Postkasten aufrechterhalten. Die Briefe gingen hin und wieder her. Und meine Großmutter mit 83 Jahren nahm die Briefe immer mit, brachte wieder einen. Denn er durfte ja nicht einreisen, wir durften nicht telefonieren, keine SMS, Handy, alles gab's nicht. Aber wir wollten einfach unsere Freundschaft, das war ja noch gar keine so richtige Liebe, das entwickelte sich ja alles erst. Und ja, so haben wir das erstmal aufrechterhalten. Und nun werden sie sagen, na, das kann ja gar nicht sein, aber das gibt's 3 Jahre lang. Ja, Sie können auch gerne zwischendurch fragen, wenn Sie jetzt mal was haben. Wie sind Sie denn geflüchtet? Das hast du ja im Film gesehen. Das ist im Film. Aber das war wirklich echt. In dem Auto, in dem Tank. In dem großen Tank war ein Kasten eingebaut und der war 95 mal 60 mal 30. Und der war in dem Tank, in dem großen, in dem roten Ford Mustang. Das war der Tunnel, den haben wir vorhin nicht gezeigt. Hier ist das Auto. Und hier hinten, das ist der Kofferraum. Und hier unten ist der Tank. So wie wir das vorhin so gesehen haben. Das war original. Und während der Flucht in diesem Auto ist mir aufgefallen, dass das Auto nie betankt wird. Jedenfalls nicht an der Tankstelle. Sondern der tankte 2 Kanister. Und dann fuhr der so auf freie Fläche und dann hat er die Kanister, hier ist der Tankstipsel. Und dann füllte er die Kanister schlückchenweise rein, weil ja der Tank war ganz klein, denn ich war ja der Tank. An Volumen. Der hat wahrscheinlich 120 oder 160 Liter, der Wagen, der hat ja solch einen Tank und eine riesige Motorhaube. Darum, die Grenzer wollten nur die Motorhaube sehen, denn die war ja mordsinteressant von diesem Auto. Das hat natürlich der Fluchthelfer mit Absicht genommen, dieses Modell. Aber ich war hier drin, hinten. In dem Kästchen, wo das sah. Ja. Bei wem sind Sie denn in Westdeutschland untergebracht? Gleich bei meiner Großmutter, denn ich musste in ein Flüchtlingsaufnahmelager. Ich kam rüber in München, also da war die Übergabe mit dem Fluchthelfer. Der Fahrer fuhr mich also bis München mit dem Auto. Nee, falsch. Moment, hier. Das ist die ganze Strecke. Ich flog mit dem Flugzeug bin ich nach Rumänien, das war mein Fluchtort. Also von hier sollte es losgehen. Und dann ging es durchs ganze Land, Rumänien, hier an der Grenze nach Jugoslawien. Da musste ich eben in den Tank steigen. Dann ging es nochmal durch ganz Jugoslawien. Da musste ich nochmal in das Versteck. Und erst in Österreich war ich sicher. Und dann fuhr er gleich weiter bis München und da war die Übergabe. Da habe ich meinen Freund dann getroffen, den Fluchthelfer getroffen. Und natürlich war diese Flucht nicht umsonst. Ich habe 12.000 D-Mark bezahlt. Und die konnte ich gar nicht bezahlen. Wir hatten beide gar kein Geld. Und da hatten wir vereinbart mit dem Fluchthelfer 4.000 D-Mark, wenn ich wirklich da bin. Und das restliche Geld kann ich abzahlen. Und da hat er mir einen Kredit gewährt. Ohne Zins und so. Also ich konnte das abzahlen und in 3 Jahren hatte ich das abgezahlt. Da war ich auch ganz eisern, habe ich mir einen richtigen Abzahlplan. Ich habe sofort gearbeitet in meinem Beruf. Ich habe hier für den Harz und da waren die Talsperren und alles. Das war genau mein Fach. Mein Beruf wurde sofort hier anerkannt. Also es ging alles ganz wunderbar ineinander über. Darum, es war auch Glück. Gibt es da eine Frage von euch noch an der Stelle noch weiter? Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar hatten Sie ja gesagt, dass Sie ja eigentlich gar nicht mehr raus durften. Nein. Wie kam es dazu, dass Sie dann doch noch nach Rumänien ausgewandert
Ja, das war dann so nach 3 Jahren, lief das ab. Und auch er wurde nach 3 Jahren, dann, genau, da waren wir uninteressant, weil sie keine Bewegung feststellen. In meinem Falle war das noch etwas anders. Als Studentin, damals in der Studentengruppe, gab es eine Reise nach Prag. Und da haben wir gesagt, als Studiengruppe wollten wir uns eine Kläranlage in Prag, auch das gehört zur Wasserwirtschaft, Kläranlage. Und die wollten wir uns natürlich ansehen, die Kläranlage in Prag, nicht die in Berlin. Also in Ostberlin hätten wir uns die auch ansehen können. Nein, wir wollten einfach mal nach Prag. Und ich kriegte keine Ausreise. Und dann sagte aber die ganze kleine Studentengruppe, so wie ihr ungefähr oder sie hier sitzen, nee, wenn die nicht mit kann und wir wissen nicht den Grund. Ich konnte mir den Grund ja denken, warum ich nicht nach Prag reisen durfte. Dann reisen wir alle nicht. Und nun wollte natürlich die Ingenieurschule nicht sagen, die hat ein Liebesverhältnis gehabt zu einem Studenten nach West-Berlin und deshalb darf die nicht reisen, sondern mir sagt, ja, dann geben wir der auch eine Reise. Also ich durfte dann mit der Gruppe reisen und da hatte man mich dann wieder im Visier und hat gemerkt, ich habe keinen Kontakt äußerlich zu ihm. Ja. Wann kam sie auf die Idee zu flüchten und warum? Das war nach der Verhaftung. Also die Verhaftung in Magdeburg, darum habe ich die gezeigt. Da war für mich der Punkt, was bedeutet eigentlich, was machen die mit mir? Warum berauben die mich jetzt? Mein Studentenleben ist mit einem Schlag zu Ende. Was ist hier Freiheit? Und was ist überhaupt Demokratie? Da dachte ich wirklich erst in dem Moment, als ich verhaftet wurde, habe ich überhaupt über das Wort DDR nachgedacht. Deutsche Demokratische Republik. Und da denke ich, Demokratie hat doch was mit Freiheit zu tun. Wenn ich aber hier gezwungen werde zu sitzen und man beschnüffelt meine Briefe, meine Liebesbriefe, wo bleibt denn jetzt meine Freiheit? Und ich möchte aber zu meinem Freund und darf es noch nicht mal sagen. Und da dachte ich, ja, wie soll das sich jetzt noch für mein zukünftiges Leben entwickeln? Ich meine, wenn man so einmal so vorgeführt wird, dann denkt man ja, man kann eins und eins zusammenzählen und sagt, ja, wie wird denn das jetzt in Zukunft mit mir werden? Wenn ich jetzt im Beruf bin, da bin ich ja noch weniger frei. Also das kam in dem zu. Sie hat noch einiges erzählt. Ja, Nico. Ja, mach mal. Also Sie meinten, dass Sie mehrere Fluchtversuche ja. Und war das immer gescheitert oder so? Der war gescheitert. Den wollte ich jetzt hier kurz davor eigentlich zeigen. Geht das noch zeitlich? Kann ich ganz kurz machen? Ja. Das war ein Fluchtversuch. Natürlich nimmt man erstmal den preiswerteren. Ja, der sollte 5.000 D-Mark kosten. Also es waren 3 Jahre, dass wir uns nicht sehen konnten. Und als man merkte, oder meine Großmutter, oder ich schrieb, ich war in Prag. Aber wieder durch Briefe mit meiner Großmutter. Es waren keine offiziellen Briefe, sondern es waren alles geschmuggelte Briefe. Und da meinten auch meine Eltern, sie schenken mir zum Abschluss meines Studiums eine Reise nach Ungarn. Und da schrieb ich natürlich auch wieder und mein Freund schrieb, ich komme mit nach Ungarn. Aber wir gehen in unterschiedliche Hotels, aber wir werden uns einen Tag aussuchen, an dem wir uns treffen. Und so haben wir uns am Balaton, er reiste an einen anderen Ort, Balaton Fürith, und ich nach Balaton Almaty. Aber dazwischen war eine Bahnstrecke, 3-4 Stationen mit der Eisenbahn. Und die haben wir einfach, haben wir uns in die Eisenbahn, also ich mich in die Eisenbahn gesetzt. Und dann haben wir uns am Tag X, den wir uns ausgesucht, getroffen. Und dann war natürlich gar kein Halten mehr. Wir haben beschlossen, wir möchten gern zusammenbleiben. Aber wie? Und eine offizielle Ausreise hätte für mich 8 Jahre gedauert. Da gab es so Quellen, da konnte man das so erfahren. Das waren so, die mit dem Anwaltbüro Vogel damals im Osten zusammenhingen. Da gab es Stellen, also Rechtsanwaltbüros, wo man diskret fragen konnte. Und in meinem Fall sollte die offizielle Ausreise, sowas gab es auch, das hieß Familienzusammenführung in der DDR, dann gab es aber auch, haben wir gesagt, na also 8 Jahre wollen wir nicht warten, ehe wir nun mal heiraten können. Wir werden die inoffizielle Sache, wir suchen einen Fluchthelfer.
Und nicht nur die Sache mit dem Auto, sondern wir haben uns erstmal an den Fluchthelfer gewandt. Das war an den Herrn Herschel und der war als Tunnelbauer bekannt. Und Tunnelbauer, Sie sehen, das sind alles Tunnel von Berlin. Aber nicht alle Tunnel waren intakt. Nicht durch alle Tunnel ist man durchgekrabbelt. Und dieser Tunnelversuch hier, das ist meiner, er sollte an die 180 Meter sein. Er wurde auch fertiggestellt, dieser Tunnel, und sollte 5000 D-Mark kosten. Aber der wurde verraten. Er war fertiggestellt. Ja. Und da wird auch berichtet, wie ein Tunnel verraten wird. Deshalb nicken die jetzt auch alle so. Ja. Das haben wir schon mal gehört. Und das ist das, da sollte ich durch. Der ist aber verraten worden. Und zum Glück wurde ich nur durch die Schwester meines Freundes, die sollte den Kurier spielen und sagen, dann und dann triffst du dich, dann geht es durch den Tunnel. Die kam nicht rüber und dadurch bin ich nicht losgegangen und dadurch konnte mich auch die Stasi nicht verhaften. Alle anderen, die fliehen wollten, standen auf einer Liste und sind verhaftet worden. Hier wäre ich reingegangen in das Haus in der Brunnenstraße, hier drunter weg, wie man eben den roten Strich gesehen hat. Und hier in dem Haus wäre ich rausgekommen. Und ein Tunnel zu graben, also der geht jetzt hier drunter. Das kann man jetzt in der Bernauer Straße, da sind so Steine gelegt. So lief der Tunnel 71, so hieß mein Tunnel. Der Fluchthelfer, der mietete sich immer zwei Häuser an. Und nur in diesem Haus, da war eine alte Bäckerei. Und in dieser alten Bäckerei, da hatte er den ganzen Abraum. Denn wenn Sie einen Tunnel bauen, da kommt ja viel Erde zusammen. Der wurde mit Hand gebaut, mit Eimern, auf Knien. Hier so, müssen Sie sich das vorstellen, wenn Sie das hier so ein bisschen sehen, das kann man jetzt in den Berliner Unterwelten, da haben die so ein kleines Museum eingerichtet und da kann man nämlich meinen Tunnel, durch den hätte ich durchgesollt. 60 Zentimeter ist der hoch und 180 Meter lang. Aber dieses Erdreich, was da nun rausgeschaufelt wurde, wirklich mit Schippe und Eimer, anders ging es gar nicht. Und der war auch sehr tief, der ist bis heute nicht zusammengesackt, der Tunnel existiert noch. Und dieser ganze Abraum, der landet in dem Nebenhaus, was sie angemietet haben in der Bäckerei. Denn sie können ja nicht Erdmassen auf Lastwagen hin und her fahren. Dann stehen die Grenzposten und sagen, was sind denn hier für Erdmassen? Hier ist ja irgendwas nicht in Ordnung an der Grenze. Und dann kommen sie der Sache auf die Schliche. Also. Und so war unser Geld weg, die 5000 D-Mark. Und dadurch hatten wir auch kein Geld, den nächsten Fluchtversuch zu zahlen. Und ja, und so standen wir vor dem nächsten Problem, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann hatte der Fluchthelfer noch eine andere Idee. Es war ja mein Reiseverbot aufgehoben und dadurch konnte ich nach Bukarest fahren. Hier habe ich den Fluchthelfer getroffen, der dann das Auto hatte und mit dem Auto bin ich dann durch die Lande gezogen. Ich würde gerne noch mal auf ein anderes Thema, weil ihr dazu auch Fragen habt, und zwar auf dieses Thema Stasi-Akte. Da hat euch ja was interessiert. Wer möchte das mal fragen? Patrick. Was hat Sie am meisten erschrocken, was da drin war? Also Sie konnten sich ja Einsicht holen. Haben Sie das ja, das habe ich gemacht, 1992. Und zwar, das habe ich auch hinten in dem Anhang drin, also in dem extra Druck. Also am meisten, wo ich ganz stark geweint habe, man hatte mir, um meine Akte überhaupt noch ein bisschen interessanter zu machen, weil von mir war nicht zu berichten, man hat einen fingierten Brief geschrieben in der Stasi-Zentrale. Fingiert heißt einen gelogenen, der ist ausgedacht. Der ist ausgedacht. Und man hat diesen Brief in diesem Büro der Stasi geschrieben. Und den hat man meiner Akte beigelegt. Und wenn Sie wollen, ich lese ihn mal kurz vor, er ist nicht viel. Er ist gerichtet an das Polizeipräsidium in Magdeburg. Also es wird so getan, als wenn er von außen kommt, der Brief. Dabei hat die Stasi den geschrieben. Sie werden erstaunt sein, aus West-Berlin Post zu bekommen. Der Brief kam gar nicht aus West-Berlin. Anlass meines Briefes ist eine Studentin aus Magdeburg. Das war ich.
Ich bin erschüttert, dass es immer noch Jugendliche gibt, die den Wunsch haben, in die freie Welt, das war der Westen, zu gelangen, wo doch den Studenten in der DDR alle Mittel zur Durchführung ihres Studiums gegeben werden. Anders dagegen sieht es bei uns aus, was ihnen ja durch die Presse reichlich bekannt sein wird. Ich erinnere nur an die Studentendemonstrationen in West-Berlin und wie weit das führt. Das hat ja die Sache mit dem Studenten ohne Sorg, das waren damals also Studentenbewegungen, gezeigt. Durch einen Bekannten habe ich erfahren, dass es in Magdeburg eine Studentin Felten gibt, die mit Hilfe ihres Freundes hier in West-Berlin versucht, die DDR zu verlassen. Da ist wieder der Punkt, ich sollte unbedingt zugeben, dass ich die DDR verlassen wollte. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Brief einen jungen Menschen vor dem Verderben bewahre und als Unterschrift ein guter Freund der DDR. Und als ich diesen Brief, meine Kinder waren so in dem Alter, der Älteste wie Sie jetzt gerade und der andere war 14 und der andere, der Kleine war 10, die sagen, Mama, was steht da drin? Die konnten das gar nicht glauben. Und weil ich so weinte, ich sage, es ist ja unglaublich, dass man mir auch noch hier einen fingierten Brief hier auch noch unterjubelt, dann meine Liebesbriefe hier ablichtet, dann Protokolle, wo wir uns getroffen haben, im Park, wo man dann mal auf der Bank sitzt und alles protokolliert. Das war sowas von peinlich, dass ich nur noch geheult habe. Und diese ganze Akte, die flog auf den Boden und ich habe gesagt, ich will sie nicht mehr sehen. Und eigentlich dieses Büchlein konnte ich nur schreiben, weil der Checkpoint Charlie, das Museum, hat mich darum gebeten, weil ich in diesem Ford Mustang rübergegangen bin. Aber man kann kaum nach 30, 35 Jahren zurückdenken und sagen, wie war das alles? Aber ich schreibe Tagebuch seit dem 14. Lebensjahr. Bis zum heutigen Tag. Und das Tagebuch ist mal sehr ausführlich, manche Seiten und manche Seiten eben nicht so ausführlich, wenn so Blabla-Tag ist, den gibt es ja auch. Und dann konnte ich aber mithilfe des PCs, geht ja heute auch alles schneller, ein bisschen das mal aufschreiben, mal wieder eine Seite löschen oder speichern. Da habe ich einfach über mein Tagebuch dann die Liebesbriefe meines Mannes und meine Liebesbriefe, das zusammen waren ja genug Puzzle, sodass ich Tag für Tag eigentlich das ganze Leben aufrollen konnte. Was aber nicht leicht war, denn es flog alles auf den Boden. Ich wollte nichts mehr sehen, weil ich so wütend war über diese Akte. Und ich habe auch einen Antrag mal mitgebracht, wenn Sie sich interessieren, das mache ich immer gerne, wie so ein Antrag, wenn man eine Stasi-Akte beantragen möchte, wie die so aussieht, der Antrag. So kann man das auch mal sehen, das ist so ein Formular und jeder, der sich vielleicht bedrückt fühlte in dieser Zeit oder sagt, ich habe eine Schwester drüben gehabt und die hat sich gar nicht mehr gemeldet. Es ist manchmal ganz traurig, welche Freundin oder sogar ganz nahe Verwandte einem doch sehr auf den Fersen war. Und das war die Arbeit der Stasi eigentlich, den Staat irgendwie zu schützen, aber mehr nur aufzupassen, dass keiner die DDR verlässt. Das war die Hauptaufgabe. Wo waren Sie, als Sie vom Mauerfall gehört haben? Ganz stark. 9. November ist zufällig unser Sohn geboren. Und er wurde an dem Tag 15, wie ihr. Und am 10. November hat mein Vater Geburtstag. Und wir sind eine sehr, würde ich sagen, sehr christliche Familie, aber wir haben, also ich bin so groß geworden, immer an dem Tag irgendwie eine Martinsgans zu essen. Also eine Martinsgans zu braten und in einer großen Familie zusammenzusitzen und den heiligen St. Martin, da gibt es ja so eine Geschichte, die so ein bisschen schon auch dann ein bisschen auf die Weihnachtszeit einstimmt, dass man sich helfen soll, der Mantel wurde geteilt. Also ich denke, das ist so eine Geschichte aus dem Christentum. Aber wir haben das nun halt gefeiert und auch just an diesem Tag auch wieder die Martinsgans gebraten. Und diesmal im großen Rahmen, weil meine Eltern dabei waren, aus dem Osten.
Die durften reisen, das heißt, die sind ausgereist als Rentner. Und wenn man Rentner war, konnte man die DDR verlassen. Die DDR war froh, dass sie keinen Rentner bezahlen mussten. Da war das für sie erledigt. Und so sind meine Eltern ausgereist und mein Bruder ist im Vorfeld schon geflohen. Das ist aber wieder eine andere Geschichte. Der ist 1988 geflohen und hat dann seine Frau rübergeholt über Ungarn. Da waren ja dann schon diese Tendenzen 1989 im Sommer, dass man auf die Botschaft konnte in Ungarn. Und dann sind die Botschaftsbesetzer da nicht mehr raus und haben gesagt, wir bleiben hier so lange in der Botschaft, bis man raus kann. Und das war jetzt die Familie, also die er dann nachgeholt hat, seine Familie. Also es wohnten bei uns im Haus dann meine Eltern und die Familie meines Bruders mit kleinem Kind und so. Also wir waren eine richtige Großfamilie. Die war auch nun an dem 15. zum Martinsessen. Dann waren seine Eltern dazu eingeladen und noch die Paten. Es waren 15 Personen. Und ich hatte an diesem Tag, ich sage, Mensch, 15 Personen hatte ich noch nie. Ich mache zwei Gänse, aber die sind kochmäßig für eine normale Küche nicht einfach. Und so hatte ich die beiden kleine, zwei kleine Gänse und die Kinder wurden so ein bisschen betrogen. In Anführungsstrichen, die kriegten eine Hühnerkeule. Die wurden in die Gänse reingestopft. Und da habe ich gesagt, sie sind stolz, wenn die zwei Hühnerkeulen essen, dann denken sie, sie essen Gänsekeulen. Und schmeckt auch genauso. Und ich war gerade dabei und wollte die Zutaten so auftun. Da klingelt das Telefon. Mein Bruder war nicht dabei. Der war hier in Hannover. Der hatte bei Siemens eine Spezialausbildung angefangen. Der war also Ingenieur, Vermessungsingenieur. Und er kriegte das Angebot, bei Siemens so eine Spezialausbildung zu machen. Er hat gesagt, Schwester, das möchte ich. Und er wohnte hier in Hannover und rief mich in dem Moment an, als ich gerade in meiner Küche da zu machen war, Schwester, mach den Fernseher an, die Grenze ist auf. Ich sage, du erzählst jetzt ganz großen Quatsch. Das kann gar nicht sein. Und du willst mich wieder veräppeln, so wie das unter Geschwistern so üblich ist. Nein, sagt er, nun mach du mal. Ich sage, das geht gar nicht. Ich bin hier in der Küche beschäftigt. Ich kann doch nicht, die warten jetzt alle aufs Essen und da kann ich nicht sagen, wir gucken jetzt Fernsehen, das geht gar nicht. Ja, sagt er, mach doch wenigstens dein Videogerät an und nimmst du das auf, weil im Fernsehen läuft. Das habe ich natürlich noch gerade hingekriegt, denn ich war jetzt so flatterig, dass ich gar nicht mehr wusste, mein Mann kriegte das dann mit und sagte, was ist denn jetzt hier los? Ich sagte, der rief an und sagt, die Mauer ist auf. Er sagte, das kann nicht stimmen, der will ich auf den Arm nehmen. Aber dann hat er mir geholfen, kurz den Küchenkram auf den Tisch zu bringen. Ich sage, die ganze Mannschaft muss erst mal essen. Und dann machen wir wirklich Fernsehen an. Ja, und nach dem Essen ist er dann auch immer so ein bisschen kleine Nachspeise, so wie das bei Ihnen auch ist, so für einen kleinen Löffel. Dann mache ich immer einen Zitronenpudding. Naja, und da habe ich gesagt, also die Nachspeise, die fällt heute aus, die ist mal was ganz anderes. Wir gucken Fernsehen. Na, also meine Eltern und deine Eltern, ich sehe die heute noch, wie die nach hinten kippen und sagen, also das kann ja, jetzt ist die ja völlig durchgeknallt, jetzt macht die Fernsehen an, das geht ja nun gar nicht, was ist denn in sie gefahren? Aber er hatte schon gleich den Fernsehapparat, das war alles schon und plötzlich, als sie die ersten Bilder sahen, und zwar, wir hatten, ich weiß nicht, ob erstes oder zweites Programm an, jedenfalls die ersten Bilder aus der Bornholmer Straße. Da gingen so stückchenweise erst die Menschen rüber, denn es war ja erst 9, als ich den Fernseher anmachte. Und da waren so ein paar, sind irgendwie drunter gekrochen, unter die da war also nur so eine Absperrung eigentlich für die Autos. Und da sind welche drunter gekrochen und haben an der Grenze die anderen Menschen, die sich da schon versammelt hatten, die haben gedroht. Und wenn ihr den jetzt erschießt, und auf der anderen Seite stand aber schon die Westpresse. Und da drückten immer mehr Menschen, und das sah man dann in dem Fernseher, drückten an diese Barrikade, also nur für die Autos, faktisch die Durchfahrt. Und die Grenzer standen da, trauten sich plötzlich gar nichts mehr zu machen. Es wurde auch gut gezeigt vom Fernsehen. Also keiner hatte nämlich einen Befehl, jetzt auf die Leute zu schießen oder sie anzuhalten oder so. Die ließen einfach krabbeln, bis
die sagten, und schließ jetzt die Absperrung auf, also die sonst für Autos waren, sonst mangeln wir dich um. Und dann wurden die hinter der Mauer, also hinter der Absperrung, richtig handgreiflich. Und dann sagen die, ach nee, nee, also ehe die ganze Masse jetzt auf uns geht, ich lasse die einfach alle laufen. Und dann sah man richtig, wie das immer mehr wurde. Und dann Mitternacht, wir saßen immer noch vor dem Fernseher. Es war Totenstille, wir weinten, wir starrten auf den Bildschirm und sagen, es kann ja alles gar nicht wahr sein. Inzwischen brachte ich mein Zitronenprodukt, ich sage hier mal zur Stärke. Wir vergaßen ganz um 12 Uhr nachts vielleicht auf den Geburtstag meines Vaters anzustoßen, denn der hatte ja am 10. November Geburtstag. Das wurde dann um 12:30 nachgeholt, denn sämtliche Programme brachten ja nur noch eins, das Unglaubliche. Kein Schuss fiel, keiner wurde ernsthaft verletzt, höchstens vielleicht unten getreten, weil die Menschen, es war ja praktisch ein überschäumendes und jeder konnte es gar nicht fassen, dass er einfach durchgelassen war. Also das war für uns unfassbar und das müssen Sie mir einfach so glauben, mit eines der schlimmsten Tage, die wir im Leben erlebt haben, weil wir nie geglaubt haben, dass das mal, das ist immer eine Vision gewesen, aber wir haben nie gedacht, dass das mal in Erfüllung geht. Sie müssen sagen. Wo Sie das gehört haben, sind Sie am nächsten Tag da reingefahren? Zur Grenze? Ja. Ja, aber nicht nach Berlin, sondern wir sind an unsere Grenze Zicherie. Wir sind ja hier in Niedersachsen und wir sind in Niedersachsen zu dem Dorf Zicherie gefahren. Und dieses Dorf Zicherie, das war genauso geteilt wie Berlin. Also durch das Dorf eine richtige Mauer. Aber da war noch nichts. Also da durften wir zwar rüber, aber an der Stelle waren die Straßenverhältnisse nicht hergestellt. Ja, wir sollten noch 20 Mark bezahlen. Ach, und wir sollten noch den Pflichtumtausch machen. Pflichtumtausch, um rüberzugehen. Richtig, da war ich nicht angekommen. Nee. Genau, und da haben wir gesagt, also wir bleiben jetzt mal hier alle stehen. Aber die Ostler haben sie dann, also die aus der DDR, die haben sie dann, also dann eben, die haben wir so ein bisschen Zaun aufgeschnitten, da sind die dann durchgekrabbelt. Aber mit dem Auto konnte in Zichri noch niemand fahren, weil die Straßen, die waren da unterbrochen. Die waren schlicht aufgehebelt worden und dieser ganze Betonweg, der war nicht mehr. Es war nicht mehr durchgängig. Aber die sind alle gelaufen. Also wir sahen, es ist wirklich offen. Wir konnten es nicht glauben. Und in Zicheri wurde gefeiert. Und wir haben erstmal für uns gesagt, wir sind ja alle zusammen, wir fahren jetzt nicht nach Berlin und machen den Jubel mit. Wir holen das alles nach. Aber das war uns jetzt so aufregend. Und die Kinder mussten ja auch zur Schule. Wir hatten ja unseren Alltag. Es war ja dann der Freitag, also wir hatten unseren Alltag und darum mussten zur Arbeit, also normalerweise ging das ja alles wieder weiter. Und wir sagten, wir fahren nach Zicheri am Nachmittag und haben uns gefreut, dass es da auch wirklich war, dass die Menschen da über die Grenze gingen. Eine Frage, ich würde sagen, eine Frage noch. Die arme Frau Albrecht, die hat schon Flusen am Mund. Obwohl wir ganz lange und sehr gut weiter zuhören können. Anna, du hast die letzte Frage. Und ich wollte fragen, was war das für ein Gefühl, wo Sie genau da standen, wo Sie mit Ihrem Mann da waren? Jetzt nach der Flucht oder jetzt bei der Grenzöffnung? Wo die Grenzöffnung war. Also zum ersten Mal, das war wie eine Dusche. Wenn Sie sich das vorstellen können, wenn man so verschwitzt oder verängstigt oder so und plötzlich ist man befreit. Man hat keine Angst mehr. Also für mich war dann in dem Moment erstmal der Konflikt Ost und West beendet. Weil ich sage, endlich ist diese Scheißmauer, die mich so zu Tränen jedes Mal und in Aufregung vorher immer gebracht hat, wenn die Eltern kamen oder umgekehrt. Jedes Mal kriegte ich Ausschlag. Im Inneren war immer alles durcheinander, weil mich das jedes Mal so aufgeregt hat. Und in diesem Moment, das war wie so ein, ja, also als wenn man irgendwie wie ein neuer Mensch war, ich sage, ich bin jetzt ein angstfreier Mensch geworden. Also es war wirklich erst mit diesen Tagen. Und je mehr man dann las und es Wirklichkeit war, wir sind dann auch in den Harz gefahren und merkten, dass da auch dann immer mehr Grenzen geöffnet wurden. Dann hat man so provisorisch so Fahrwege wieder zusammengeführt, Straßen, die früher ja zusammengehörten. Und dann sind wir darüber gelaufen. Also das war unheimlich. Das war so ein schöner Moment, dass man sah, in vielen
Ecken des Landes ist alles wieder oder wird allmählich wieder durchgängig und es wurde immer schöner. Und ich denke, wenn man jetzt aufhört, sie werden die Grenze ja kaum noch erkennen. Und seien Sie froh, dass Sie sie nicht erkennen müssen. Aber wenn Sie ein Stück Grenze sehen, was ja heute meist die Denkstätte ist, zum Beispiel auch Marienborn, besuchen Sie das ruhig mal. Denn Sie werden sehen, das kann nicht wahr sein, dass ich durch so einen Schleusenapparat musste, um nur mal in das andere Deutschland zu fahren. Und es waren ja die gleichen Menschen. Es war vielleicht Ihr Bruder, Ihre Großmutter. Oder es war ja so eine Teilung. Sie haben vorhin gesagt, Sie können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Arbeiten Sie das aber doch heute, Sie sich ein bisschen besser vorstellen. Genau, das sollte ja eben und das sollten Sie auch nicht vergessen. Das ist eigentlich mein Anliegen. Und nicht sagen, ach, die DDR muss ja irgendwie was ganz Knackiges gewesen sein. Also denken Sie lieber drüber nach, wie Sie das sagen. Der Kommunismus und knackig oder stark, ja. Es sind also andere Dinge, denken Sie drüber nach, aber probieren Sie ihn nicht aus. Ich kann nicht dazu raten und seien Sie stolz über Ihre Freiheit und über Ihre schöne Jugend, die Sie jetzt haben. Und eins kann ich nur sagen, gehen Sie immer zur Wahl. Es ist so schön, wenn man das Kreuz da machen kann, wo man es machen möchte. Und wenn die Piraten oder sonst was an, aber ich kann es, ohne verhaftet zu werden. Ohne, dass es auch einer sieht, was ich ankreuze. Das gab es nicht. Meine erste Mal in der DDR, ich hatte gar keine Wahlkabine. Also da wäre ich verhaftet worden, wenn ich jetzt mein Zettel, so mein Kreuz bei der Verfassung, ja oder nein, hätte ich nein geschrieben natürlich, so war mir innerlich. Aber wenn ich nur so gemacht hätte, dann sagt die, dein Studium ist beendet. Das war so. Und seien Sie froh, dass Sie die Freiheit haben. Und nehmen Sie sich diese eine Minute, nur mal hinzugehen, Kreuz, das will ich, so geht's nicht weiter. Seien Sie dankbar, dass es so ist.